Hier kommt der Preis. Ein Schokoladenbrunnen. Und hier kommen die speziellen Marker. Bloß nicht die Hände benutzen. Ihr dürft die Marker nicht berühren. Seid ihr bereit? Die Zeit läuft. Man muss die Marker irgendwie mit den Zähnen greifen. Oh, keine leichte Aufgabe. Oh ja, es hat funktioniert. Wow. Was? Sie haben fast alles fertig gemalt? Ich muss mich beeilen. Uff, ich habe die beste Zeichnung von allen. Genau so. Nice. Wie schwer ist das? Aber ich bemühe mich so sehr. So, wir werden es ganz vorsichtig malen. Nein, es klappt immer noch nicht wirklich. Ich habe eine Idee. Ich werde versuchen, so zu zeichnen. Und es geht los. Oh, oh, oh nein, ich werde gleich fallen. So was passiert. Es ist nicht lustig. Gleich zeige ich es euch. Und ich habe mir etwas ausgedacht. Ich nehme eine Feder und werde ihre Nase kitzeln, bis sie niest. Meine Zeichnung, das ist nicht lustig. Nimm es weg. Was für ein Mist. Was? Saba? Sie hat auch noch mein Meisterwerk verschmutzt. Gleich werde ich dir auch das Bild verderben. So, so, so. Wir schauen auf die Uhr. Die Zeit ist vorbei. Schau dir meine Zeichnung an. Was für ein Horror. Und diese ist noch schlimmer. Und das ist nicht schlecht. Come on! Hol dir deinen Preis. Ein echter Schokoladenbrunnen. Was für ein Leckerbissen. Und wir wollen das auch ausprobieren. Und mal sehen. Oh, wie lecker. Unglaublich. Hey. Oh, was für ein hübscher kleiner Hund. Ih, das ist doch Mist. Fangt an, die Zeit läuft. Das ist doch einfach. Das kann ich gut. Und wir fangen an. Ich habe eine Idee. Riech hier an meinem Fuß. Ja, ein starker Geruch. Und dieses Mal werde ich mit den Zehen malen. Und es geht los. Und ich werde mit meinen Ellbogen malen. Come on! Oh? Oh nein! Mein Marker ist weggeflogen. Ich muss dringend einen neuen nehmen. Oh, oh nein! Es ist schwer. Und Monika hat schon alles gemalt. Die Zeit ist vorbei. Gebt eure Meisterwerke ab. Naja, es geht so. Wow, und das ist eine gute Arbeit. Wo bin ich? Oh, Zeichnung. Genau. Und, wie sieht sie aus? Furchtbar. Nimm den Mist weg. Oh nein. Warum muss ich es bekommen? Wie abscheulich ist das? Wir müssen es probieren. Wartet, das ist lecker. Das ist Schokolade. Ich werde alles aufessen. Das schmeckt super. Willst du es auch probieren? Und du? Okay, umso mehr werde ich bekommen. Und jetzt wartet eine neue Aufgabe auf euch. Zeichnet einen Fisch. Und ihr werdet ihn mit Soßen zeichnen. Und viel Glück. Es geht los. Zeit läuft. Ich werde zuerst die Käsesoße aufmachen. Gut geeignet für Gelb. Und jetzt Rot, Grün, Weiß und ich kann beginnen. Oh,
Es tut mir so leid. Es war keine Absicht. What? Es ist Zeit zu beginnen. Ich nehme Ketchup. Was für eine schöne Farbe. Awesome. Und was für eine Konsistenz. Genau richtig für mein Bild. Die Wasabi-Soße ist perfekt für meinen Fisch. Oh nein, es gibt etwas zu wenig Farbe für meine Zeichnung. Wir müssen eine andere Farbe nehmen. Ja, Rot passt auch. Und diese Farbe auch noch. Und noch etwas von dieser. Wow, so hübsch. Ein wunderbarer Fisch kommt rein. Bei mir klappt gar nichts. Oh, ich weiß, was ich tun soll. Um den Prozess zu beschleunigen, benutze ich alle 5 Finger. Ich bin einfach ein genialer Künstler. Oh, was riecht da so gut? Ich werde ein bisschen davon probieren. Ein bisschen und noch ein bisschen. Es ist zu lecker. Oh ja. Das schmeckt unglaublich. Ew. Yes. Oh nein, oh nein. Meine Zeichnung ist jetzt verdorben. Die Zeit ist vorbei. Leg die Zeichnungen vor. Sehr gut. Das ist ja schlimm. Und warum hast du nichts gemalt? Hey, hol dir den faulen Fisch. Oh, wie schlecht es riecht. Es ist einfach abscheulich. Ew. Na gut, ich habe eine Idee. Wir werden es anbraten. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Es tut mir leid. Beginnen wir mit dem Aufwärmen. Und man kann es jetzt essen. Eine echte Delikatesse. Es schmeckt unglaublich gut. Seht ihr diese Süße? Es ist Zeit, ein Kätzchen auf euren Gesichtern zu malen. Genau, auf euren Gesichtern. Und die Zeit läuft. Miau. Es geht los. Okay. Oh, ich liebe Kätzchen. Die Nase ist bereits fertig. Gleich fügen wir Schnurrhaare hinzu. Oh. Super. Und Ohren. Oh. Aus mir wird ein tolles Kätzchen. Ha. 5 Sekunden. Und ich bin fertig. Und ich mache mir Pfeile an den Augen. Und unbedingt ein Maul. Ich bin ein Make-up-Experte. Sieh sie dir nur an. So unfair. Wenn sie eine Katze ist, erschrecken wir sie mit Wasser. Wir wischen ihr ganzes cooles Make-up ab. Oh ja. What? Nein, warum hast du das getan? Mein Make-up ist jetzt verdorben. Das hat Spaß gemacht. Und ich habe eine Idee. Hey, Lily. Irgendwie klappt es bei dir nicht so gut. Lass mich dir helfen. Try again. Okay. Hier und hier. Gut gemacht. Fertig. Du siehst einfach klasse aus. Ein echtes Kätzchen. Vielen Dank. Danke dir. Und die Zeit ist abgelaufen. Zeigt eure Gesichter. Oh nein, es ist sehr beängstigend. Und das ist ein totaler Albtraum. Sie sieht doch nicht wie eine Katze aus. Monika, du hast es besser gemacht als alle anderen. Ich muss dir diesen Süßen geben. Was für ein hübscher und süßer. Oh nein, ich glaube, ich bin allergisch. Das macht nichts, Monika. Wir werden uns um ihn kümmern. Klasse, eure erste Aufgabe ist ein Roboter. Wer ihn am besten zeichnet, der nimmt ihn mit. Super, was? Ganz einfach. Toll, los, die Zeit läuft. Come on! Hurra!
Welche Farbe soll ich wählen? Lass es lila sein. Vielleicht werde ich diesen hübschen Kerl schnell mit den Bällen machen. Cool. Ich bin so ein Künstler. Oh, ich hätte fast vergessen, die Augen zu machen. Hm, es scheint fertig zu sein. Ich bin so gut. Es bleibt nur übrig, die Zeichnung zu kleben. Und los. Yes! Was? Chris ist so cool. Im Vergleich zu ihrer Arbeit ist meine total schlimm. Ha, ich habe eine Idee. Jetzt kann mich niemand mehr überholen. Was? Was hast du gemacht? Ach so. Das hast du verdient. Fass es nicht an. Gib's her. Auf keinen Fall. Oh Mann. Ihr seid solche Loser. Und ich habe ein Muster für fertige Zeichnungen. Oh, das ist interessant. Ich mag es. Vielleicht werde ich genauso schnell einen Roboter zeichnen. Okay. Fertig. Es hat perfekt geklappt. Was sagt ihr dazu? Die Zeit ist um. Zeigt mir eure Werke. Hey, wir müssen anfangen. Max, was hast du? Alles ist kaputt gegangen. Das war alles Chris. Zeig mir, was du hast. Ich hab nichts. Unglaublich. Mal sehen, was Britney hat. Bitteschön. Wie gefällt Ihnen dieser Süße? Yes. Britney gewinnt. Dieser Roboter gehört dir. Wow, du hast Glück. Mal sehen, wie er tanzt. Hat Spaß, Leute. Haha, das ist lustig. Eure neue Aufgabe ist ein Donut. Seid ihr bereit? Los geht's. Come on! Toll. Ich werde einen Donut aus dieser Film machen. Oh nein. Zuerst müssen wir einen Kreis zeichnen und dann bunte Streusel hinzufügen. Mal schauen. Es sieht irgendwie nicht so gut aus. Aber macht nichts. So sieht es total hässlich aus. Wir müssen uns etwas Besseres einfallen lassen. Genau. Wo ist mein Helm? Ich brauche dringend Werkzeuge. In erster Linie natürlich ein Metermaß. Oh. Okay, mal sehen. Alles klar. Wovon redet sie? Es ist Zeit, einen Zirkel zu benutzen. Er wird den perfekten Kreis zeichnen und ich kann den Donut genau um die Kontur herum platzieren. So ist es. Und die Streusel werde ich bunt machen, wie bei Britney, aber kleiner und schöner. Habt ihr es gesehen? Was soll ich mir vorstellen? Ich habe keine Zeit mehr. Genau, ich werde die Streusel direkt auf das Klebeband kleben und es wird ein Donut. Das ist komisch, aber cool. Ha, ich bin ein Genie. Schaut, was ich kann. Oh nein, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Zeichnungen. Britney, du bist die Erste. Gleich. Mama mia. Warum ist es so schief? Was? Na und? Jetzt kommt Max. Seht euch das an. Ist das nicht cool? Ich bin gespannt. Was hat Chris? Tada! Gefällt es Ihnen? Wow, das ist ein Sieg. Hurra, ich habe gewonnen. Und hier ist dein Preis. Toll, er ist so riesig. Wie toll, wir wollen es auch. Ich schneide mir das köstlichste Stück ab. Wow, hier ist meine Lieblings-Erdbeer-Füllung. Das ist unglaublich. Ich kann einfach nicht aufhören. Es ist mega lecker. Wie viel du isst? Ha, sei nicht neidisch. Euer neuer Preis ist ein Dalmatiner. Was für ein Süßer. Wollt ihr einen welken? Es ist Zeit zu malen, Leute. Wow, Oreo. Derjenige, der es erfunden hat, Kekse zu malen, ist einfach ein Genie. Eine Sekunde und du bist fertig. Okay, ich werde es noch einmal versuchen. Wie lecker. Ich habe so Hunger. Umwerfend. Du willst gleich alles aufessen. Nein, man muss es anders zeichnen. Genau, wir müssen die Füllung von den Keksen trennen und sie in zwei Schalen aufteilen. So ist es. Dann kann ich ganz leicht mit der Füllung malen. Ich fange an. Oh, ich nehme mir mehr. Cool. Yes. Und hier kommt der Welpe. Aus dem restlichen Keks mache ich dunkle Flecken. Was für ein schöner Dalmatiner. Hey, pass auf. Meine Augen. Hey, Max, wie gefällt es dir? Alle sind schon fertig, nur ich nicht. Aber ich habe einen Hammer. Was machst du da? Ich habe jetzt Krümel und daraus kann ich schnell eine Schnauze machen. Toll.
Ich werde alles Überflüssige wegnehmen und das wird so schön aussehen. Look. Seht euch das an. Toll. Beeil dich, die Zeit ist fast um. Keine Angst, ich habe eine Nadel. Ich muss es schaffen, ich bin fast fertig. Nein. Oh. Bitte. Ready? Oh. Oh. Es hat geklappt. Oh. Zeigt eure Zeichnungen, Leute. Wie gefällt Ihnen mein Dalmatiner? Nicht schlecht, Brittany. Mal sehen, wie die anderen es geschafft haben. Und hier ist mein Welpe. Perfekt. Gut gemacht, Chris. Hurra, ich wurde gelobt. Freut dich nicht zu früh, ich habe auch eine Zeichnung. Brillant. Welpe, du hast einen neuen Besitzer. Danke, Herr Lehrer. Das ist der beste Tag meines Lebens. Darf ich ihn streicheln? Hände weg. Hab keine Angst, Süßer. Was ist da drin? Das ist eine Krone. Wer sie besser malt, bekommt sie. Unglaublich. Ist das alles? Beeilt euch, die Zeit läuft. Oh. Zeichnung beiseite legen. Diese Krone wird mir gehören. Oh, wie heiß. Ich werde direkt auf dem Holz malen. Wie cool. Wow. Oh, Max ist 100-mal cooler als ich. Es stimmt. Aber es ist ein Flugzeug, wenn ich ihn bekommen könnte. Oder? Nein, danke. Wie gefällt es dir? Cool, gut gemacht. Oh, es stinkt irgendwie. Meine Krone ist verbrannt. Bitte nicht. Es gibt fast keine Zeit mehr. Max, hilf mir. Na gut. Du hast mich überredet. Okay. Einen Moment. Let's go. Und wir legen los. Super. Du hast es gelernt, so zu zeichnen. Gefällt es dir? Fragst du noch? Natürlich. Danke, mein Held. Stopp, die Zeit ist um. Mal sehen, was ihr gemalt habt. Brittany, hier ist meine Krone. Naja, wie soll ich dir sagen, es sieht schlimm aus. Max, ich will ein Flugzeug, also habe ich es gemalt. Das war überhaupt nicht die Aufgabe. Na gut. Chris, was hast du? Tada! Wie gefällt es Ihnen? Bravo, das ist entzückend. Du hast gewonnen und bekommst diese goldene Krone. Wow, danke. Ich habe immer davon geträumt. Guten Tag, meine Herren und Damen. Hallo. Das ist doch witzig, meine Herren und Damen. Das ist ja lustig. Ich glaube, ich möchte Donuts. Yes! Enid ist bereit zu kochen. Wendy hat den Teig zubereitet und Oma ist immer bereit. Dann geht's los. Ich habe meinen Teig schon vorbereitet. Vielleicht legen wir ihn in eine Form und bereiten leckere Donuts zu. Mmm, was für ein Leckerbissen. Wir schließen und warten, bis sie fertig sind. Und ich muss einen coolen Donutteig zubereiten. Wir haben hier einen Berg aus Mehl, schlagen das Ei da auf, kneten jetzt den Teig, bilden einen runden Donut und schicken ihn in heißes Öl. Und wir warten, bis er fertig ist. Und jetzt bin ich an der Reihe, Donuts zu machen. Wir gießen meinen Teig, der so schwarz ist wie meine Seele, ins Gerät. Und hier sind sie schon fertig. Es bleibt noch übrig, ein schreckliches Design zu erfüllen. Und ich muss meine Donuts mit Puderzucker bestreuen, damit sie nicht nur üppig, sondern auch süß sind. Ich muss meine Donuts aus dem Öl holen und süße Farbglasur darauf gießen. Und farbige Streusel kommen drauf. Oh, ups, es tut mir leid. Und wir sind fertig. Wir legen alles auf einen Teller und können es Baby geben. Wow, was für ein Leckerbissen. Ich möchte schnell die Donuts von Wednesday probieren. So lecker. Ich will die alle essen. Und was haben wir hier? Omas Donuts. Wow, lecker. Und was haben wir noch? Wir kommen zu Enids Donuts. Sie sind so bunt. Oh ja, sehr lecker. Aber ich denke, Wednesday gewinnt. Es war sehr lecker. Jetzt will ich Pommes. Sind alle bereit? Perfekt. Und es geht los. Oma, geben Sie mir bitte den Schäler. Er gehört definitiv mir. Und meine liegt hier. Oh, oh nein, was ist das? Jetzt können wir schnell mit diesen Kartoffeln fertig werden. Oma, kannst du mir bitte helfen, die Kartoffeln herauszuholen? Oh, danke. Ja, hier sind deine Kartoffeln.
Und jetzt schneiden wir alle Kartoffeln in kleine Stücke und färben alles in Regenbogenfarben. Perfekt. Es ist Zeit, sie in Öl zu werfen. Und es klappt. Ich werde sie in Form eines Regenbogens auf den Teller legen, damit es Kim sicher gefällt. Ich habe es so gut gemacht. Nice. Es ist perfekt geworden, Enid. Und meine Kartoffeln sind auch fertig. Oops. Vielleicht probieren wir sie. Oh, oder auch nicht. Wir legen sie in eine Form und gießen Ketchup darauf. Oma hat schon alles vorbereitet. Danke, danke. Oh, thank you. Und was ist mit Wednesday? Ich bin fast fertig. Ich muss die Kartoffeln auf einen Teller legen und sie mit der richtigen Farbe bemalen. Die schrecklichen Kartoffeln sind fertig. Nice. Enid, oh, okay, beruhig dich. Wow, wie viele verschiedene Pommes. Ich möchte alles unbedingt ausprobieren. Oh, die Regenbogenkartoffeln sehen so süß aus. Und jetzt bewerten wir den Geschmack. Hm, nicht schlecht. Okay. Und was kommt als nächstes? Hm, das sind normale Pommes. Probieren wir sie aus. Wow, lecker. Und was ist hier? Schwarze Pommes? Ungewöhnlich. Probieren wir. Oh nein, das ist Mist. Aber Omas Pommes schmecken lecker. Oma hat gewonnen. Oma, schlaf nicht. Meine Zeichnung ist fertig. Ich habe so Lust auf Pasta. Perfekt. Und es geht los. Jetzt schicken wir die Spaghetti zum Kochen in eine Pfanne. Und ich mache meine Spaghetti selbst. Oh, ich möchte irgendwie niesen. Ups. Alles ist in Mehl. Verzeiht es mir. Ups. Und wir fangen an mit dem Kochen. Wir können ein bisschen mit den Eiern herumspielen. Oh, gut, eins ist auch genug. Wir kneten einen leckeren Teig. Schön. Jetzt müssen wir ein paar gleiche Kugeln daraus ausrollen. Und jetzt kommt das Interessanteste. Wir färben sie in alle ihre Lieblingsfarben. Jedes Stück kommt durch dieses spezielle Gerät und meine Regenbogennudeln sind fertig. Cool. Sind meine Nudeln schon fertig? Gut, wir müssen alles auf einen Teller legen. Oh nein, ich sehe nichts. Wo ist Ketchup? Ich muss ihn zur Spaghetti hinzufügen. Oh, ich habe ihn gefunden. Vielen Dank. Oh nein, ich bin voll mit Ketchup. Wir müssen alles schnell abwischen. Puh, jetzt sehe ich alles. Die Sehkraft ist wieder perfekt. Wir gießen Ketchup auf die Spaghetti und wir sind fertig. Wednesday, was hast du vorbereitet? Ich habe Spaghetti gekocht. Wir müssen sie auf einen Teller legen und schwarz färben. Oh, Ding. Danke, du hilfst immer. Und hier fehlt definitiv noch etwas. Was hast du mir gebracht? Das ist genau, was ich brauchte. Wir legen die Finger auf die Spaghetti und gießen etwas Ketchup dazu. Oh, das sieht so beängstigend aus. Oh ja, aber meine Nudeln sind auch fertig. Wir sind bereit. Was haben wir denn hier? Oh nein, diese Spaghetti sehen sehr beängstigend aus. Nein, nein, ich will sie nicht. Ich probiere lieber diese Spaghetti. Wow, so lecker. Und was ist hier los? Wow, Regenbogenpasta. Toll. Das ist unglaublich lecker. Enid, du hast gewonnen. Wirklich? Oh, danke, Schwester. Meine Zeichnung ist fertig. Ich möchte einen leckeren Kakao. Würdet ihr es für mich machen? Natürlich. Während du redest, fange ich bereits an zu handeln. Ich muss den Kakao und die Milch in einen Topf geben, alles gut umrühren und aufwärmen. Perfekt. Oma, du bist wirklich die Beste. Und was soll ich tun? Ich möchte Kakao aus Schokolade machen. Sie ist farbig und unglaublich lecker. Wir schicken die Schokolade in einen Topf und lassen sie schmelzen. Ich muss mehr Zucker hinzufügen, damit es sehr süß wird. Stop! Ah, na gut. Oma, ich lege nur ein bisschen hin. Siehst du? Ein bisschen Zucker. Hm? Schau sie nicht mehr hin?
Gut, wir schütten den ganzen Zucker herein, damit es Kim sicherlich gefällt. Enid, ich habe mich doch nur kurz umgedreht. Das ist zu viel. Ah, wo habe ich aufgehört? Genau, ich muss etwas Milch einfüllen. Aber diese Flasche ist sehr schwer zu öffnen. Komm schon, geh auf. Nein, die ganze Milch ist auf mich geflossen. Ich glaube, so viel reicht für den Kakao. Mmh, es schmeckt. Was für eine leckere Glasur. Wir dekorieren das Glas, damit es Kim lecker schmeckt. Und wir füllen den Kakao ein, fügen etwas Schlagsahne hinzu und viele Süßigkeiten. Und ich bin fertig. Wie gefällt euch mein Getränk? Oh, vielen Dank. Danke, Oma. Oh, ihr seid so süß, dass es schon zu viel ist. Ich werde den Kakao in einem Glasschiedel servieren. Oma, wie geht es Ihnen? Haben Sie Angst? Also ein tolles Glas. Ich brauche Milch für den Kakao, Kakaopulver und ich füge etwas Blut hinzu. Ha, es ist doch nur ein Sirup. Jetzt gießen wir alles in ein Glas. Perfekt. Oben kommt eine Kappe aus schwarzer Creme und leckerer Streusel. Und ich bin fertig. Wenn alle fertig mit dem Kochen sind, dann lass uns Kims Meinung hören. Mmh, wie viele Leckereien. Ich möchte mit Wednesdays Kakao anfangen. Er ist genauso rot wie meine Haare. Und das ist definitiv von Oma. Mmh, lecker. Und dieses Regenbogengetränk ist definitiv von Enid. Wow, wie lecker. Ich denke, es gewinnt. Eine schwierige Entscheidung. Aber Enid gewinnt.